Ist das altes Brot? Nein. Ha, ich wusste es, Rüß. Wartet, wartet. Ihr gehört nicht zu den Banditen, oder? What? Spreche ich gerade mit einem Bild? Wieso hast du nicht vorher mit mir gesprochen? Nein. Das heißt doch. Ich wusste es. Aber ich bin ein Mensch. Diese verdammte Hexe Andrasta hält mich hier drinnen gefangen. Liv, sie hat es geschafft, mit mir zu fliehen. Aber dann waren da diese Banditen und sie haben sie getötet. Oh nein. Bei den sieben Göttlichen, sie haben sie getötet. Oh nein. Tut mir leid. Andrasta hat euch in dieses Bild gebannt? Warte mal, hat Andrasta was gegen Reiche? Dann hat sie was gegen mich. Dann muss ich sie töten. Oh mein Gott, Mahame ist doch ein Adliger jetzt. Nein, er ist reich. Er wird ein Adliger. Andrasta hat euch in dieses Bild gebannt? Stellt euch vor, ja. Sonst würdet ihr wohl kaum gerade mit einem Gemälde sprechen, oder? Ich spreche mit so viel Zeug, also... Pff. Andrasta, das ist es, was sie tut. Sie absorbiert uns, raubt Menschen ihre Essenz und sperrt sie in diese verdammten Bilder. Deswegen sind sie auch so lebendig, versteht ihr? Wieso redet kein anderes Bild mit mir? Normalerweise würdet ihr auch nicht mit mir sprechen können, aber den Göttern sei Dank verstehe ich selbst das ein oder andere von Magie. Aber leider wohl nicht genug. Oh mein Gott, alle Bilder, die wir gesehen haben, das ist ja wie die Wahrheit von Mario, als sie rausgefunden haben, dass die Blöcke mal, ne, hier Bewohner des Landes waren. What the fuck? Alle Bilder, die sie gemalt hat, können wir die retten? Nachträglich irgendwie? Oh, die sind alle Menschen und die kriegen das mit? Können bloß nicht reden wie er? Oder, oh mein Gott. Andrasta muss sterben. Dabei hatten wir so einen gemeinsamen Humor. Sie meinte das bestimmt ernst mit den Kindern. Das ist natürlich jetzt nicht gut. Ich meine, bei mir ist es Humor, bei ihr war es echt. Dann muss aber ihre Tochter wirklich einen Dreier mit Mahame haben. Okay, gut, beruhigt euch. Erzählt mir doch erstmal alles von vorne. Ja, natürlich. Liv, meine Gefährtin und ich, wir sind Söldner. Hexenjäger, wenn ich so wollt, aus Arasial. Oh, Arasial. Und wer hat euch auf Andrasta angesetzt? So ein arker Erhabener. Er wollte uns seinen Namen nicht sagen, weil er Angst hatte. Anfangs dachte ich, er würde übertreiben, aber jetzt weiß ich es besser. Der Mann von ihrer Tochter, wo ich den Namen schon vergessen habe schon. Andrasta. Sie hasst Ark. Vor allem den Adel dort. Sie sagt, er sei dekadent und verdorben und schätze sich um nichts als Groschen und Prestige, während in der Unterstadt die Leute vor die Hunde gehen. Ja, und? Und sie ist Wildmagierin. Eine Psionikerin, um genau zu sein. Diese Gemälde, es ist ihre Art, Gerechtigkeit zu üben, versteht ihr? Selbstjustiz. Wow. Dumme Kuh. Aber warte, das verärgert Mahame jetzt sehr. Wartet, ihr meint, sie tötet Adlige, indem sie sie porträtiert? Weil die können ja nichts dafür. Jetzt sind wir wieder bei dem Thema. Ein paar Adlige sind scheiße, dann können auch die anderen die Adligen nicht dafür. Es gibt doch auch nette Adlige. Nur weil sie sich nicht dafür interessieren, was unter der Welt... Man kann sich doch nicht für alles interessieren. Du kannst doch nicht als reicher Mensch dich um alle Sorgen im Leben von anderen kümmern. Das ist doch auch unfair. What the fuck? Ja, sie wartet, bis sie von selbst zu ihr kommen. Wusstet ihr, was ein Gemälde bei ihr kostet? Dafür könnte sich ein Handwerker ein ganzes Haus kaufen. Ich hab ein Haus. Und sie meinte, wer so viel Geld für reine Eitelkeit verprasst, hat sein Recht als Mensch verwirkt. Das ist scheiße. Es klingt skurril, aber es ist so. Das Perfide ist, dass man am Anfang gar nichts bemerkt. Die Leute, die sie malt, sie wirken wie zuvor, aber in Wahrheit sind sie nur noch Verlorene. Hä? Wie Puppen ohne Verstand, die ihrem Tageswerk nachgehen. Und dann, meistens ein paar Monde nach dem Porträt, sterben sie. Selbstmord. Herzstillstand. Nichts, was man mit Andrasta in Verbindung setzen würde. Wow. Naja, unser Auftraggeber ist dahinter gekommen. Er hat mich und Liv angeheuert, ihr ein Ende zu setzen. Hm.
Ist schon seltsam, wenn du irgendwie ein Detektiv rausfindet, dann, oh, alle sind gestorben, die gemalt wurden. Das ist schon seltsam. Und dann kommt sie und sagt, ich werde einen Brief nach Hause schicken. Das geht überhaupt nicht klar, dass sie versuchen rauszufinden, was die Wahrheit ist. Und die Wahrheit ist gegen mich und deshalb finde ich die Wahrheit doof. Könnten diese Gemälde dann auch der Grund für ihr Aussehen sein? Sie sieht bei weitem nicht aus wie eine alte Frau. Woher weiß ich, dass ihr mich nicht anlügt? Verstehe. Dann hat euch diese Adlige angeheuert. Was ist passiert? Okay, woher weiß ich, dass ihr mich nicht anlügt? Daran, dass ihr gerade mit mir sprecht und ich in diesem Gemälde stecke? Bitte seid doch kein Narr. What the fuck? Du könntest doch böse sein. Nein! Tja, Ah, oh, Mist. wir sind zu ihr gereist, Ich wollte es auch noch Liv und sagen. ich, und haben uns als Adelige ausgegeben, die von ihrer legendären Malerei gehört hätten. Dann hat sie uns gemalt. Mich zuerst. Ich dachte, ich würde schon merken, wenn sie mit dem Zauber beginnen würde, aber zack, auf einmal war ich in diesem verdammten Bild. Liv hat es auch erst zu spät gemerkt, aber sie hat es immerhin geschafft, Andrasta ein sie überzuziehen und mit dem Bild zu fliehen. Na, ich wollte das auch Das nur sagen. Ganze wäre auch gut gegangen, wenn diese verdammten Wegelagerer nicht gewesen wären, um die ihr euch eben gekümmert habt. Sie haben Liv einfach. Ihr wisst schon. Ja, das meinte ich mit den Pilzen. Naja, den Göttlichen sei Dank seid ihr jetzt da. Und so wie ihr kämpft, glaube ich, dass ihr es mit Andraste aufnehmen könntet. Also bitte, ich glaube, ich weiß, wie ich mich aus diesem Bild befreien kann, aber dafür muss Andraste sterben. Bringt mich zurück und tötet sie, ein für alle Mal. Okay, na schön, ich bringe sie zu euch, dann sehen wir weiter. Was ist mit der Tochter? Weiß die das davon? Verkaufen sich deshalb die Bilder so gut? Oder? Aber deshalb ist sie wahrscheinlich noch jung geblieben, ne? Danke. Wir dürfen nicht zulassen, dass sie damit durchkommt. Nicht nach allem, was geschehen ist. Ja, auf jeden Fall muss ja der Auftraggeber da mit konfrontiert, also muss gesagt bekommen. Hast du gehört, Darius? Was meinst du? Oh, es tut mir voll leid. Jetzt ist seine Freundin tot. Dabei wollten sie nur das Richtige tun. Ach Mann. Okay, dann, wie gesagt, sie kam mir sowieso sehr seltsam vor. Also, glaube ich ein bisschen auch, dass sie das macht. So wie sie geredet hat und tat und so. Das heißt, sie blieb jünger. Er hat mich Narr genannt, der Arsch. Das mochte ich jetzt nicht so. Nur weil ich wollte beides anklicken, bevor das andere kommt. Aber okay. Und dann laufen wir zurück. Ganzen Weg wieder zurück. Och. Oh, da ist noch ein Bier. Genesungstrank, gerne doch. Manchmal kann man erst etwas nur beim zweiten Mal. Deshalb, ist ja so. Viele Sachen, da braucht ein zweites Mal schauen, ein zweites Mal lesen, ein zweites Mal darüber nachdenken, um wirklich hinzukommen. Deshalb soll man sich ja immer konzentrieren. Deshalb soll man nicht Sachen gleichzeitig machen. Deshalb ist es bei Let's Plays zum Beispiel manchmal so, dass man Sachen, die eindeutig sind, vielleicht übersieht. Weil man reden muss, eventuell auch, ne, wäre ganz gut mit dem, was gerade passiert. Und naja. Deshalb mochte ich den Trend nicht, dass wenn Leute Videos machen, wo sie über Sachen reden, währenddessen Fortnite-Gameplay kommt. Das ist dann so dieses, ja, es passiert was, wo du drauf gucken kannst, aber es ist einfach eine Krankheit von heute. Dieses, warum kommt nicht was, während ich was höre? Dieses, konzentriere dich doch einfach auf das, was gerade geredet wird. Darum geht's doch gerade. Schon wieder? War doch nur eine Falle. Okay, Andrasta. Ich bin gespannt. Also, mir geht's eher um die Tochter ein bisschen. Ich weiß nicht. Und das alles in einer Nacht. Also, wir müssen einfach dem Weg folgen, wie es scheint. Ist da ein Eingang? Wartet.
An den Durchgang. Oh. Ja, ja. Geht gleich los. Wo ist eigentlich Darius? Wo ist Darius? Auf damit. Oh. What the fuck? Warte mal, warum? Warum ist da plötzlich ein Wanderer? Warum greifst du mich an? Okay. Tschüss. Oh shit. Ah. Warum ist er plötzlich... Ist das eine der Geschichten? Ich brauch... Ich bin so verwirrt. Plötzlich kommt da ein Wanderer-Typ und ich so... Wir können auch Freunde sein. Und dann... Okay, wir schaffen das. Also, wir holen uns ein Standard-Ding. Ja, ich weiß. Dann haben wir Ambrosia einmal. Und dann nehmen wir uns den hier. Und Ziel wird... haben dafür nichts. Und... Nö, ich will jetzt irgendwas machen, um ihn abzuhalten davon. Ja, komm. Oh Mann. Okay, ich muss ein bisschen mitmachen hier. Das schaffen wir sonst nicht mehr. Oh Mann. So. Okay, schaffen wir. Nee, es wird nichts mehr. Warum bist du so böse zu mir? Was habe ich dir denn getan? Also, dann nehmen wir mal wieder unseren Schattenstich. Ich muss eigentlich zaubern. Das ist das Problem. Los, stirb! Wo ist er hin? Er läuft weg! Warte, er läuft weg! Wow, was für eine Bitch! Oh, wow! Nein, ich kann gerade nicht. Später. Oh, wow. Wir haben es geschafft. Oh, wir haben es geschafft. Den Wanderer finden. Oh mein Gott, jetzt sterbe ich an der, oder was? Oh mein Gott. Jetzt bin ich vergiftet von der, oder was? Jetzt hört doch mal auf. Schnell eine vegane Suppe rein. War der Hase böse? Was ist? Leute, tut mir leid, das meine ich noch eben mit Let's Plays. Man kann nicht zwei Sachen. Einmal war das voll blöd von mir. Ich bin überhaupt nicht geschützt. Voll Überraschung. Wir greifen an und dann sind wir gut. Aber wenn wir überrascht werden, dann habe ich keine Ahnung, was ich machen soll, weil wir brauchen die Zeit, um uns vorzubereiten. Und wir haben es geschafft und er ist weggelaufen, der Arsch. Aber dann kommt plötzlich da so ein doofes, grünes Vieh, verzaubert den Hasen und der Hase greift uns an. Und deshalb können wir uns nicht heilen, weil ein Hase irgendwo noch Amok läuft. Nee, macht Sinn. Wenigstens können wir auf 100 kommen. Also wir haben noch ein Level, das ist schön. Das war sehr lustig. Ich weiß nicht, was ich nehmen soll. Die Magie wurde wieder... Aber mehr Ausdauer, komm. Dover Hase. Der Reihe nach. Da hinten liegt sie.
Waldelementar. Und wo ist er? Wo ist der Wanderer jetzt? Den finden wir. Oh, da. Hä? Warte mal ganz kurz. Komm mal hoch. Oh, ich kann ihn nicht. Er ist zu schwer. Wir brauchen Licht. Wir haben es geschafft. Es ist einer der... Oh, wow. Puh, eine Schlachtaxt. Geil. Auch gut. Vagabundenkapuze. Mäh. Wir haben Aveldins Herz. Leichte Rüstung. Tränke. Leben generiert schneller. Erhöht den Clown-Schaden. Verlängert Verwandlungsdauer. Wirkt nur für während des Tragens gebrauchte Tränke. Okay. Und sein Schädel. Nimm natürlich alles mit. Mann, Mann, Mann. War das nicht geplant? Ah! Beim Gesicht. Ah, nee, das ist ein neues Gesicht. Ist aber im Gesicht gestorben. Wir speichern mal. Auch wenn das ein bisschen nicht so gut war. Aber dann müssen wir es nicht nochmal machen. Wo sind wir denn jetzt? Wir sind ja ganz anders gelaufen. Das war gut. Der Hase am Ende hat's nochmal gut gemacht. Also, wow. Läuft er plötzlich weg? Wie cool. Und macht es uns super schwer. Faszinierend. Okay. Hab ich nicht noch gesagt, wir müssen nicht lesen? Die finden uns schon. Überraschend. Da war plötzlich ein Typ einfach mit einer Axt. Und ich so, hey, du siehst doch aus wie ein netter Typ. Lass uns doch Geschichten austauschen oder sowas. Aber nö. Er will nicht. Er will mich lieber töten. Why though? Okay, wartet. Genau das meine ich. Jetzt geht's los. Hallo. Ja, geht gleich los. Hör mal auf jetzt. Wo kommt ihr überhaupt her jetzt plötzlich? Ich meine, sie hat uns davor gewarnt. Trotzdem. Plötzlich Verlorene hier. Noch mehr Großschwert? Nö. Runen-Großschwert? Nö. Können sich andere drüber freuen. Über kaputte. Oh, ich weiß nicht, ob die Level... Oh mein Gott, das sind noch mehr von dem Zeug. Geht, läuft mal weg. Ihr beiden, ihr Süßen. Wird schon. Wird schon. Ich hatte jetzt keinen Bock, mich abzuhalten, also zu schützen. Wird schon. So, weiter geht's. Geh ich richtig? Ja. Und es regnet auch noch. Es ist nicht nur jetzt grau, sondern es regnet auch noch. Das kann doch nicht wahr sein. Ganze, alles, was wir vorhatten, ist nicht so passiert, wie wir dachten. Das ist ja auch schön. Wir finden viel Zeug. Nicht unbedingt Zeug, das wir wollten und brauchten oder was auch immer. Aber wir finden Zeug. Das hat doch auch was. Ich verlaufe mich. Da oben ist ein Vogel. Da oben geht's weiter. Okay, okay, wir töten jetzt einmal die Mutter. Von einer Milf zu einer Toten. Keine Ahnung. Fällt mir jetzt kein Witz ein. Wir gehen als nächstes zu der Burg sonst. Was soll's. Also... Links. Vielleicht ist sie ja am Anfang wirklich nett gewesen und hat dann gemerkt, dass sie hier wirklich die Seelen aufsaugen kann und hat dann sich gedacht, da ist der Hase wieder. Ah, du bist in Sicherheit. Und hat sich dann gedacht, das kann ich ja jetzt auch mit anderen Leuten machen. Ich habe mich verlaufen. Ich habe mich verlaufen. Wo geht's hier lang? Ich habe keine Ahnung. Was hier? Es ist so dunkel. Und an jeder Ecke will mich was töten. Und wenn ich mich vorbereite, dann aber nicht. Typisch. So, okay.
Oh, ich weiß nicht, ob wir stark genug sind. Haben wir ja eben gesehen, wie gut ich war. Ich meine, wir haben es geschafft, so ist das nicht. Aber, naja, okay. Dann wollen wir mal. Falls sie uns gleich angreifen. Und Darius hat jetzt wenigstens geholfen, ne? Darius ist dabei. Yay! Hui! Hui, wir gehen gar nicht zu deiner Tochter. Wir sagen deiner Tochter, du bist tot. Na, wenn das nicht mein neuer Freund ist. Ja, wir wollten. Und? Fündig geworden? Willst du ein Foto von mir machen? Könnte man so sagen. Und ich weiß, dass ihr... Was? Dass ihr mit euren Bildern Menschen ermordet. Oh, welch drastischer Vorwurf. Ja, finde ich auch. Und wer hat euch zu dieser Erkenntnis verholfen? Ich dachte, wir wollten der verschollene König aus Alt-Hinter-Aranat? Oder doch nur ein Zug Friedenskraut zu viel? Spar dir die Sprüche. Er weiß alles. Oh, das ist dunkel. Macht einfach kurzen Prozess mit ihr. Na schön. Ich schätze weiter, um den heißen Brei herumzureden, macht wirklich keinen Sinn mehr. Was kommt denn jetzt? Also, wie soll ich es formulieren? Unser arasialischer Freund dort im Gemälde hat recht. Ich habe diese Schnösel aus der Oberstadt auf dem Gewissen. Eieiei. Und wisst ihr was? Ich fühle keine Reue. Jeder einzelne dieser Bastarde hat es verdient zu sterben. Warum? Oh, warum? Angreifen. Spart euch die Manipulationsversuche. Ihr sterbt für das, was ihr getan habt. Warum? Glaubt ihr, ich habe diesen Ort aus Zufall für meine Werkstatt gewählt? Er ist der Beweis dafür, wie verdorben dieses Land doch wirklich ist. What? Tausende von Frauen und Männern abgeschlachtet, weil sie einer Frau folgten, die es wagte zu sagen, dass diese ach so heilige Gesellschaft nichts als eine Lüge ist. Ja, ist ja auch scheiße. Der Pfad, Wegestreue, es sind nichts als geistige Fesseln, damit die Armen arm und die Reichen reich bleiben. Total richtig. Wer sind wir, um unser Schicksal anzuzweifeln? Nur Malphas allein weiß, wofür wir berufen sind. Merkt ihr etwas? Das ist Tyrannen-Inal. Für friss Scheiße oder stirb. Du hast vollkommen recht. Balrak, was soll der Mist? Bring sie einfach um. Habt ihr auch nur den blassen Schimmer, wie viele Menschen dieses Weib auf dem Gewissen hat? Sagt der Hexenjäger aus Arasial. Wart ihr auch dabei bei der Reinigung, frage ich mich? 8212. Wie viele Nomadenkinder habt ihr getötet, nur weil sie die Dreistheit besaßen, die Götter ihrer Ahnen und nicht die Lichtgeborenen anzubeten und darüber hinaus noch über magische Gaben verfügten? Ich hoffe, sie haben gut bezahlt. Ihr tötet sie einfach, verdammte Scheiße! Tötet! Besser so. Ich weiß, dass ein paar tote Halsabschneider in seinen Gewändern nichts auf Dauer ändern werden. Aber es ist zumindest ein bisschen Gerechtigkeit für die armen Seelen, die Tag ein, Tag aus in der Pechgrube vor die Hunde gehen. Hm. Okay. Ist eigentlich ähnlich wie mit dem Clown von Geld, ne? Hier von dem Bauern und so. Ich gebe ja nicht Unrecht. Es ist nur so ein bisschen auch... Man kann es vergleichen mit dem aktuellen, oder nicht mehr so aktuell, aber mit den Klebern, Öko-Klebern. Sie haben ja recht mit dem, was sie sagen, aber wie sie es machen, ist halt scheiße. Und sie bestraft gerade Leute, die überhaupt nichts dafür können vielleicht. Also es ist ja nicht so, also ich zum Beispiel würde, wenn irgendjemand jetzt rumläuft und wirklich, also Selbstjustiz ist sehr gefährlich. Wenn er aber jetzt jemand ist und er bestraft Leute, die wirklich Scheiße gebaut haben, also die wirklich eindeutig, die wirklich was getan haben, wie zum Beispiel jemanden umgebracht oder Leute richtig schlecht behandelt und ausnutzen und sowas, und die so ein bisschen bestraft oder sowas, dann wäre ich vielleicht sogar Fan ein bisschen, vielleicht ein bisschen, ich weiß es nicht. Kommt drauf an. Es ist halt sehr gefährlich, weil es gab auch schon mal was, wo in Amerika wurde ein Mann verurteilt, obwohl er gar nichts getan hatte, und dann musste er, wo er neu hingezogen wird, sagen, musste er klopfen bei den Nachbarn und sagen, ja, ich bin ein Sexualstraftäter mit Kindern. Und das stimmt überhaupt nicht. Er hatte, was war das? Irgendwie war er Pfleger oder sowas. Und dann sind die zusammengekommen und gesagt, wir müssen uns beschützen, unsere Kinder, und haben ihn getötet. Und haben sich da wirklich gesagt, wir liegen im Recht. Und das stimmt nicht, weil es kam raus, dass er unschuldig war. Nachträglich. Und das ist halt Kacke. Wenn es aber eindeutig ist, dann bin ich auch für die Todesstrafe. Wenn irgendjemand sagt, ja, ich habe 5 Leute erschossen, ihr habt es gesehen.
dann tschüss. Aber, naja, nee. Was meintet ihr mit dem, was ihr eben zu den Söldnern gesagt habt? Reinigung? Ihr bringt also diese Adligen dazu, sich von euch porträtieren zu lassen. Und was, verflucht sie dadurch? Also behauptet ihr allen Ernstes, diese Morde sind für eine gute Sache? Rache für die Armen? Oder wie soll ich das verstehen? Ich schätze, das hängt davon ab, wie ihr es verstehen wollt. Was? Danke für die Antwort. Was meint ihr mit der Reinigung? Ich meinte das, was ich gesagt habe. Diese Hexenjäger aus Arasial. Es sind nichts als Barbaren, die für genügend Groschen sogar einem Kleinkind die Kehle durchschneiden würden. Auch wenn dieser Jammerlappen nicht den Eindruck macht. Ihr bringt also die Adligen dazu, euch zu verfluchen. Also. Das habt ihr schön gesagt, mein Kind. Ja, das tue ich. Und was nun? Tja, so wie ich das sehe, gibt es nur zwei Arten, das hier zu beenden. Nummer eins, ihr gebt mir das Gemälde, ich finde eine endgültige Lösung dafür und wir leben glücklich bis ans Ende unserer Tage. Nummer zwei, ihr macht einen Fehler und werdet sterben. Ja, siehst du, das alleine schon hasse ich. Das alleine schon hasse ich. Nicht irgendwie, ihr nehmt das Bild und geht. Und ich verpiss mich auch oder sowas. Nein, sie will Recht haben, sie will alles. Und das hasse ich gerade, weil... Wenn Polizisten kommen, weil da gerade eine Frau verprügelt wird, weißt du? Und nur als Beispiel jetzt mal, weil wir nehmen etwas, was... Wir nehmen mich gerne als Beispiel, weil das halt so gleich in den Köpfen etwas triggert bei Leuten. Und dann sagt der Mann aber dann so sowas, ich verprügel euch auch, denn sie hat mich betrogen, hat mich beklaut, hat mich geschlagen, ich habe mich gewehrt. Und jetzt hat sie es verdient, verprügelt zu werden. Und dann ist es trotzdem so, die Polizisten müssen jetzt aber gerade einschreiten. Und wenn er die Polizisten verprügelt, ist er nicht im Recht. Wir haben vielleicht Verständnis dafür, was da gerade passiert ist. Sie ist vielleicht ein richtig scheiß Mensch. Und wir denken uns so, sie hat schon ein bisschen verdient, mal eine reinzubekommen. Sie hat vielleicht richtig Kacke gebaut. Er ist wirklich ein unschuldiger Mensch gewesen. Aber in dem Moment müssen die Polizisten ja eingreifen. Und das ist bei Hexenjägern auch so. Na schön, ihr tut, was ihr tun müsst. Vermutlich ist es besser so. Angreifen. Ich denke, ich entscheide mich für den Fehler. Mit endgültiger Lösung meint ihr vermutlich, dass ihr Rüß töten werdet? Wie vorher weiterleben bedeutet in dem Fall, dass ihr weiter Adlige porträtiert? Vermutlich. Aber das wird sich zeigen. Sie ist so eingebildet. Und ihr tötet ihn? Für das Wohl aller. Ja. Nee, wie bitte, die Macher von dieser Mod, was erwartet ihr dann aber? Bei Fallout machen sie es ja auch und das ist eindeutig dann immer so, du bist ein Arsch oder nicht. Ich habe hier das Gefühl, es soll hier irgendwie so moralisch so, was macht man nur, Zwickmühle. Es ist keine Zwickmühle. Sie ist eine Mörderin von unschuldigen Menschen. Menschen, die vorbeikommen und sich ein Bild malen wollen. Mit ihrem Geld ist es voll. Es ist jetzt immer im ersten Moment, wissen wir nicht, woher das Geld kommt. Vielleicht haben sie es vererbt bekommen, vielleicht haben sie was verkauft, vielleicht haben sie es sich hochgearbeitet. Es gibt hier sehr viele Arschlöcher. Ja, es gibt sehr viele schlechte Menschen. Aber sie ist so ein bisschen jetzt gerade wie die Räuber draußen. Das sind auch schlechte Menschen, die überfallen Leute und töten sie. Das beste Beispiel war doch die Gefährtin von dem Bild hier, von dem Typen. Die wurde von den Räubern abgeschlachtet. Das ist nicht schlimm, oder was? Doch, es ist ganz, ganz schlimm. Deshalb habe ich sie getötet. Und das ist dann so ein bisschen ad rasta. Denk jetzt gerade, sie ist eine Weltenverbesserin, weil sie dann irgendwelche... Und das hasse ich. Ich habe Leute umgebracht, weil die lebten in New York. Und dann was? Ja, damals. Vor 20 Jahren, da waren welche und die haben New York Scheiße gebaut. Und die müssen das jetzt merken. Ist ein bisschen wie so ein Batman-Film, die Bösewichte. Dass sie irgendwie... Ah, nee, ich hasse das. Ich verstehe jetzt nicht die Schreiber von dieser Geschichte. Wie, wenn man böse spielen möchte, klar, wie bei Fallout. Dann sagt man, klar, ich bin dagegen. Und ich bin ja dagegen. Es gibt keinen Mittelweg. Das Gute an Fallout ergibt es manchmal, also meistens, also nicht immer, aber oft einen Mittelweg, dass man sagen kann, nö, ich verstehe dich, aber du bist trotzdem scheiße. Und das ist jetzt auch, ich verstehe sie doch. Die andere Seite finde ich doch auch blöd. Ganz ehrlich, das ist so typisch amerikanische Politik. Bist du links oder bist du rechts? Nein, ich finde euch beide scheiße. Oder ist man konservativ oder Demokrat? Und das ist dann so ein bisschen, nee, tschüss. Wie ihr wollt.
kann ich runter. Oh, wow. Okay, dann müssen wir anders machen. Wir greifen sie einfach sofort an. Diesmal. Kein Rumgelaber. Ich weiß nicht, ob das was bringt, aber ich möchte nicht, dass... Können wir mit ihr reden oder müssen wir... Können wir sofort angreifen? Warte. Wir machen einfach mal Schattenstich. Geht scheinbar nicht. Na, wenn das nicht mein neuer Freund ist. Und? Mist. Oh, welch drastischer Vorwurf. Und wer hat euch zu dieser Erkenntnis verholfen? Der verschollene König aus Althinter-Aranat? Ist doch nur ein Zug. Sie ist doch leicht zu viel. Spar dir die Sprüche. Er weiß alles. Machen einfach kurzen Prozess. Will ich doch! Also, und wisst ihr was? Ich fühle keine Rolle, wie ihr wollt. Geht doch. Sie hat eine Oh. Was ist jetzt passiert? Was war das denn jetzt? Tittenfass. Okay, sie ist tot. Sie hat sogar selbst ein erhabenen Gewand bei sich. Heftig. Ein Silberring. Puh. Und das war es. Hä? Wie hast du das denn jetzt hinbekommen? Na dann, Zeit lebwohl zu sagen. Wie sieht es mit einer kleinen Belohnung aus? Was nun? Tja, keine Ahnung. Ich schätze, mein Auftrag ist erfüllt. Na dann, Zeit lebwohl zu sagen, schätze ich. Komm, du kannst bei mir leben. Wie sieht es mit einer kleinen Belohnung aus? Soll ich das nochmal machen und ich gehe nochmal durch und rede mit ihr? Es war jetzt sehr seltsam. Ich könnte ja trotzdem zuhören und dann mal schauen, was er sagt. Aber Rüß wurde ziemlich sauer. Ich probiere es gleich mal, glaube ich. Ging ja relativ gut, wenn man sie im Schach hält. Wir gucken mal, wie sieht es mit einer kleinen Belohnung aus? Was? Ach ja, natürlich. Hier, mehr habe ich gerade nicht bei mir. Aber ich schätze, das bin ich euch schuldig. Naja, ich muss meine Gedanken ordnen. Liv hat ein Begräbnis verdient und dann... Wir werden sehen. Wie überleben die Leute eigentlich mit diesen Gegnern auch drauf? Techniken, Ansturm 2 habe ich, glaube ich, schon. Warte. Es ist, lohnt sich wahrscheinlich nicht. Ah ne, es ist bei Benutzen, ne? Da habe ich schon. Okay. Brauche ich nicht. Danke. Ja? Oh, was mit deinem Auge? Dein Bild. Willst du das nicht mitnehmen? Dein Bild, nimm es mit zur Erinnerung. Wie? Ah, hier sind die Leichen. Ah. Boah, hat die viele umgebracht. Und das nur ein paar davon, die sie hier gelassen hat. Oh mein Gott, dumme Kuh. Okay, ich mach's nochmal und werde sie wenigstens anhören. Und dann werde ich sagen, nee. Weil ich möchte, dass sie so ein bisschen aggro wird. Und nicht sofort sagen, ja, du wirst sterben. Obwohl sie es ja zugegeben hat, ne? Eigentlich hat sie es ja voll verdient. Aber mal schauen. Und Erika wird sich bestimmt total freuen, dass sie keine Bilder mehr bekommt. Toll, das ist das Schlimmste an dem Ganzen. Die arme Erika und ihre Nüschlüsch. Wie hieß die nochmal? Neosch? Neosch? Irgendwas. Ihr Stecher. Mein Gott. Wir sehen uns dann gleich wieder. Wollen wir noch ein bisschen durch Düsterteil laufen oder gehen wir sofort zurück? Das ist jetzt die Frage. Weil ich weiß nicht... Ich will das irgendwie wissen. Ich glaube, wir gehen gleich zurück und danach machen wir dann später die Burg, die hier in Düstertal ist. Und, warte mal, wir haben aber nicht viel gefunden, ne? Könnten wir eigentlich auch jetzt gleich machen, ne? Ich überleg's mir, bis gleich.
So, zum Glück habe ich es nochmal gemacht. Ich musste es zweimal machen, weil sie hat gleich sofort irgendwas beschwört. Sie hat mich runtergeschmissen. Also dadurch, dass sie sich bewegt hat, war es viel schwerer. Dann dachte ich, ich wäre clever und habe, während sie gelabert hat, direkt eine Rune vor sie gelegt. Das hat auch geholfen, ich habe sie besiegt, aber komischerweise hat die Rune, als sie aktiviert wurde, auch Darius umgebracht. Hä? Und jetzt habe ich Fieber bekommen. Naja, habe sie dann, weil sie dadurch nach hinten runtergefallen ist, und dann konnte ich sie töten und sie konnte nichts mehr beschwören. Boah, interessant aber, wie unterschiedlich das dann wird, dadurch, dass sie sich nur ein bisschen bewegt hat. Nur, jetzt kann man ihnen was fragen. Guck mal, was meinte sie vorhin mit der Reinigung? Gut, hört her. Ja, ich habe einen Fehler gemacht. Und ich werde bis zum Ende aller Tage damit leben müssen. Was mitunter auch einer der Gründe ist, warum wir Raseal verlassen haben. Super Pluspunkt. Aber was auch immer wir getan haben, diese kranke Hexe ist schlimmer gewesen. Bei weitem. Naja, aber das ist super. Das ist so toll. Wenn man sie sofort angreift, kann man nichts machen. Wenn man sie es immer anhört, kann man ihn jetzt darauf ansprechen. Mega Pluspunkt. Klasse. Ihr seid auch eingebildet. Gibt es hier überhaupt irgendwelche guten Leute? Ich glaube, die Apothekari in der Unterstadt sind bisher irgendwie die nettesten Leute. Und vielleicht auch den Anführer, den Azael, den ich vergessen habe, der versucht es wenigstens. Der versucht wenigstens, hier was zu schaffen. Aber alle anderen sind nur anstrengend. Ist das bei Nerim auch so? Aber das Einzige, was man machen kann. Oh, schade. Aber wenigstens etwas. Und er gibt zu, dass er einen Fehler gemacht hat. Das heißt, er hat auch Unschuldige umgebracht. Eigentlich hat er es auch den Tod verdient. Aber sie hatte vor, weiterzumachen. Er hat vor, sich zu bessern. Das ist ein Riesenunterschied. Ihre Bitterkeit hat nur weitere Leute unschuldig den Tod gerissen. Was nun? Tja, keine Ahnung. Ich schätze, mein Auftrag ist erfüllt. Ja, dann Zeit, lebwohl zu sagen, schätze ich. Vermutlich ja. Wobei, hier, mehr habe ich gerade nicht bei mir, aber... Oh, ich bin immer schon das Gleiche bekommen. Das bin ich euch schuldig. Ist nicht egal, was man denn sagt? Naja, ich muss meine Gedanken ordnen. Ich habe im Adelsviertel ein tolles Haus, wo du leben kannst mit mir. Wir werden sehen. Warum kann ich nicht mit ganz vielen Leuten leben? Dankeschön, man kriegt das Gleiche, okay. Man kriegt dasselbe. Wo gehst du hin? Ja? Wo gehst du hin? Achso, ich dachte schon. Gehört das jetzt dir hier alles? Ja? Hat nichts. Okay, Rüß, tut mir leid um deine Freundin. Aber du bist auch scheiße. Du hast Kinder umgebracht, weil du dachtest, sie wären Hexen. Deshalb ist es so wichtig. Deshalb ist das Rechtssystem so fucking wichtig, Leute. Die Leute, die sagen, wir brauchen keine Legislative, wir brauchen keine Exekutive und sowas. Wir machen alles selbst. Genau das ist das Problem. Wir brauchen immer jemanden, der sagt, halt, stopp. Wir werden das jetzt... Ich meine, bei uns dauert das manchmal ein bisschen zu lange alles. Eieiei. Aber, damit spielt ja Phoenix Wright auch mit dem Gedanken. Aber es geht halt darum, dass man beide Seiten anhört, dass man rausfindet, was passiert ist, dass man gerecht waltet und sowas, wenn er jetzt Scheiße gebaut hat. Aber sie haben Scheiße gebaut, weil sie dachten, da wären welche in Gefahr oder sowas, ne? Ja, ihr wisst schon. Dann hat man auch die Möglichkeit, sich zu bessern. Aber sie hat wissentlich gesagt, ich bringe jetzt Leute um, weil ich sauer bin. Und das ist halt, das finde ich ganz schlimm. Ich bin auch gegen die Religion hier. Dieses Kastensystem oder was auch immer hier. Dieses, wohin gehörst du, welchen Weg schlägst du ein und sowas. Zum Kotzen. Aber warum hat sie das? Warum hat sie ein Habengewand dabei gehabt? Ist es nicht, was wir haben? Damit wir jetzt einen bekommen wahrscheinlich, ne? Hätten wir uns nicht kaufen müssen. Aber egal. Schön, dankeschön. Also... Ist nur so seltsam. Ist das die Ironie? Okay, warte. 15. Ja, ich habe mich nicht entschieden. Ich habe mich nicht entschieden, ob wir gleich zu Erika gehen oder nicht. Da müssten wir nämlich auch uns beamen. Ich guck mal ganz kurz.
müssen zurück. Wir könnten zu diesem Myradenturm hin, aber dann müssen wir wieder ganz durchlaufen. Da habe ich auch keinen Bock drauf. Weil hier ist noch einiges, wie es scheint. Wir haben ja noch nichts gefunden hier. Also hier ist ja noch alles leer. Und da oben geht es auch noch weiter. Da freue ich mich drauf. Wir könnten hier hin und die Eier suchen. Weil hier ist ein Weg. Wollen wir das machen? Wir gehen raus und dann nach rechts. Dann haben wir wenigstens da was zu tun. Und da ist ein Myradenturm. Immer noch reden. Das ist wirklich ein düster Wald. Oh. Sah cool aus, danke. Aber ich wollte eigentlich was anderes. Komm her. Darius. Darius hat... Achso, das war mein... Oh, ich dachte schon. Was kommt jetzt? Das war einfach nur... die Haut. Was ist das da oben? Warte mal, da kommen wir doch nicht... Da war doch nichts. Oh, das sieht nach etwas aus. Oh, das ist eine zeigende Statue. Da müssen wir natürlich gleich hin. Zeigende Statue ist so wichtig. Oh, okay. Ich bin rückwärts gesprungen, aber er springt vorwärts. Praktisch. Komm hoch. Du bist ein Geist. Hä? Oh mein Gott, das sind mehrere. Oh mein Gott. Wo denn? Verlorene. Ich sehe da schon was. Bist du das, der mich gelernt hat? Nervt. Ich glaube schon. Ah, Hilfe, Hilfe, Hilfe. Ich häng fest, ich häng fest. Oh mein Gott. Ich bin ganz alleine hier. Und kann nichts machen. Hilfst du mir? Dankeschön. Okay. Ich helfe dir, indem ich sie zusammenhaue. Ich kann meinen Dolch nehmen. Warte. Ich kann wenigstens ein bisschen helfen. Aua. Das Ausrüsten dauert ja lange. Dankeschön. Das ist eine sehr seltsame Party hier gerade. Besoffene im Wald, wirklich. Habt ihr schon mal Besoffene kämpfen sehen? So sieht das ein bisschen aus. Okay. Sie laufen weg. Oh, das ist ein Friedhof hier. Meine Fresse, dauert das lange. Oh! Wir haben einen Finisher gesehen. Das hat... Oh, das habe ich voll vermisst. Oh, yay, Finisher. Yippie, yippie. Wir essen eine Kartoffelkohlsuppe dafür. Seht ihr, das kommt davon, wenn man keine Magie mehr hat. Darius, das war richtig Dreck gerade. Gebe ich mir einfach mal zu. Das war richtig schlecht von mir. Dann wollen wir mal gucken. Es war halt eine ziemlich große Gruppe. Und ich habe gehofft, du hilfst ein bisschen mehr. Sollen wir mal Darius austauschen? Und Samael wiederholen oder sowas? Und die hatten noch nicht mal gute Sachen. Ein paar Flechten. Weißt du was? Tschüss. Es tut mir leid, aber wir probieren mal... mal ein bisschen besser. Samael kann nämlich auch bei Einhand dann ein bisschen helfen. Oder Marius. Magie im Allgemeinen. Ja, Golfwood fanden wir doch toll, oder? Warte mal, gucken wir. Oh, wie siehst du nochmal aus? Warst du nicht... Nee, warst du der Coole? Ich weiß nicht mehr. Kann dein Gesicht nicht sehen. Aber ich habe mich ja trotzdem gut geschlagen. Auch wenn es nicht... Wenn es peinlich war. Knochenhof entdeckt. Und die besoffene... der besoffene Rabe. Und ein X. Da müssen wir natürlich... Sehr verdächtig. Da würde ich jetzt eine Mine verstecken. Einfach nur, weil... Oh, guck mal, ich habe was Verstecktes gefunden. Das ist ein X. Ring des Klingenmeisters. Einheit. Okay, danke schön. Also, ich weiß nicht, wer dieses X dahin geklatscht hat. Ist schon seltsam. Ihr passt hier richtig schön hin, muss ich sagen. Das ist wie ein Halloween...
Wie bei Halloween. Weißt du? So ein... Buh! Er guckt am Stein entlang. Und dann kommen die Kinder hier so... Ah, ein Friedhof ist unheimlich! Ah! Und er guckt auch. Guck mal, wie er guckt. Grrr! Ich bin nicht Onkel Ferdinand. Oh nein, Hilfe! Also da, das ist schon gruselig hier. Das ist schon gruselig. Und hier gibt es irgendwelche Flechten, die wir noch nie hatten. Hallo. Massive Truhe mit Scheiße. Massive Truhe mit... Naja, beim Grabesflug. Aber ansonsten... eher Scheiße. Experte! Juhu! Davon habe ich noch einige eingekauft. Das ist nämlich noch etwas. Ich habe Experten und Meister eingekauft. Ist das nicht schön? Hab sogar noch ein paar zu Hause. Weil ich gedacht habe, so viele müssen wir ja nicht mitnehmen. Und... dran denken. Ui! Amulette 2... okay. Aber 2 Stück. Okay. Gerne. Kann ich gut verkaufen. Das sind wieder 1000. Noch mehr Flechten... waren sehr viele Verlorene. Man kann also... Stell dir mal vor, die Oma sagt, ich werde jetzt einfach mal zum... Ich will meine Blumen da hinlegen. Der Opa liegt da auf dem Friedhof. Beim Knochen-Dingens. Und dann kommen da diese... Ist da hinten ist eine Pranke? Ist das eine Pranke? Ist das eine Pranke? Ist das eine Pranke? Und dann kommen hier die... Diese Verlorenen. Mit einem Schlag so... Oma ist durch. Da hinten ist doch eine... Da ist doch eine Pranke. Ich sehe doch das leuchtende Blau. Pranke. Pranke. Ich sehe dich. Ich will deine Wohlhaben. Okay. Deine Form und deine Glänzen. Du glänzt so wie eine eingeriebene Pilzhaut. Den will man sich doch gleich in den Mund schieben. Okay, hier gibt es einen Durchgang. Ist hier noch irgendwas? Es ist so düster. Scheiß Düstertal. Ich mag das Düstertal überhaupt nicht. Ich habe überhaupt keine Übersicht. I don't like. Es tut mir leid. An jeder Ecke. Seht ihr schon wieder? Bereite ich mich nicht vor, kommt plötzlich 5 aus den Löchern. Bereite ich mich vor, es ist ein entspannter Spaziergang durch den Wald. Und wir töten ein paar unschuldige Tiere. Oh, tschüss. Was hast du hier verteidigt? Warum bist du hier? 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 Es ist grün. Es ist grün. Es ist grün. Und ich habe irgendwas eingesammelt. Oh, geil. Es ist aber grün. Oh, Beeren. Hä? Apropos Beeren. Er hat... Ich höre was. Aber sehr viel Würen hier, ne? Wurz. Also ich höre sehr viele Wurz, aber keine Geflüstere. Also das Spiel gönnt uns keine weiteren Seelen. Oh, Bienen. Und noch mehr Würz. Nee, doch nicht. Doch! Ich habe Würz von Weitem erkannt. Oh, ich bin so stolz auf mich. Bevor ich es gehört hatte, ich werde ein Würz-Experte. Wir sind auf dem Weg. Da oben ist irgendwas. Ich glaube, das ist, wo wir hinwollen. Jupp. Das ist aber nicht weit weg. Auf der Karte sieht das so weit weg aus. Okay, okay, okay. Dann lass uns mal. Dann kommt auch nichts, immer hier nichts mehr. Dann können wir die Eier sammeln. Wo sind die Eier? Oh. Hier hat auch jemand gesagt, kein Bock mehr. Und seinen Rucksack zurückgelassen. Oh, war ein Religiöser. So viel Zeug, das man einsammeln kann. Und ich weiß noch gar nicht, was man damit macht. Tränke. Ich meine, muss ja einen Weg geben, dann Tränke zu saufen ohne Ende. Also ein legitimer... Haben wir getestet, haben wir durchgespielt. Ich tränke.
Charakter. Waren wir da schon? Also da oben waren wir, das weiß ich. Ich weiß jetzt nicht. Da ist schon wieder einer. Das sind ja gleich zwei von den zeigenden Typen hintereinander. Aber nicht eine Höhle irgendwie, ne? Sonst bei anderen waren es dann irgendwie auch noch eine Höhle und noch eine Höhle und noch ein Kerker und noch ein Keller und noch ein Dachboden und noch mehr und noch mehr. Ah doch, hier. Ich weiß wieder, wo wir sind. Wir haben die nicht mitgenommen. Und dann sind wir hier einmal rumgelaufen. Ich erinnere mich. Okay. Du, 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 du. Du, 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 du. Oh, am hellen Mai hochlaufen ist auch schön. Ah, schön. Endlich mal. Warum laufen wir immer nachts? Wollen wir nachts ab sofort einfach mal schlafen? Ist da die Burg? Das haben wir im Dunkeln gar nicht gesehen. Cool. Huh. Okay, wir wollten die Eier sammeln. Hallo. Hallo. Wir könnten zu ihr gehen. Oh, da sind die ersten Eier. Seht ihr, da ist es ein bisschen besser im Hellen. Ach, schön. Ist es nicht, was wir sammeln sollen? Okay. Doch, oder? Komm schon. Eiersuche. Gipfelstürmeier. Warum wurde mir das nicht angezeigt, dass ich schon einen gefunden habe? Na, stehst du immer noch rum? Na, oh, ist dir nicht langsam kalt? Hallo. Tschüss. Ich suche weiter nach Gipfelstürmeier. Willst du mitsuchen? Weißt du, ein bisschen Ostern. Auch für dich. Oh. Da hinten ist eine Burg oder so. Voll schön. Da gehen wir mal hin und klopfen und fragen, ob die auch Gipfelstürmeier haben. Da kommt bestimmt nur Gutes bei raus. Weil hier schließlich so ein Weg dahin führt. Das kann ja gar nicht schlecht enden. Moin! Oh, der ging aber. Der hat sich aber schnell bewegt. Ui, das war aber. Da habe ich ein bisschen Schreck bekommen. Runenbogen. Davon haben wir genug gesammelt. Müssen wir nicht herstellen. Man könnte sie herstellen und verkaufen. Das wäre zum Beispiel auch eine Quest. Dass einer sagt, wir brauchen echt mehr Bögen. Und dann holt man die. Und ich dachte schon, das wird heute. Aua, 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 aua. Next. Verdammt. Ist das alles? Weiß nicht, wo bist du? Ah, da! Ist das alles? Ist das alles? Okay. Silberschwert erlesen. Okay. Ist Goldfurt schon weg? Scheiße. Da. Die Kapuze können wir vielleicht noch mal verkaufen. Okay, komm wieder. Mein Gott. Irgendwo ist also noch einer. Wo denn? Oh doch, unten. Ah, da. Oh mein Gott. Golf wird's nicht sterben. Marius, meine ich. Du hast einen Vornamen, ich weiß. Hallo. Bentelor. Nur ein Kratzer. Ja, das war schon alles. Nein, das war alles. Tschüss. Vollidiot. Bentelor. Der hat den Namen. Der war einfach 5 Meter entfernt von der Taverne. Hat sich gedacht, wir schlafen einfach hier in diesem Turm und sind wichtig. Diadem der eisernen Flamme. Elementarzauber kosten weniger Mana. Nehmen wir doch gerne mit. Und aus Prinzip nehmen wir auch die Sachen mit, damit du frierst. Obwohl du ja gar nicht mehr da bist. Ah, Bentelor hatte hier so einen kleinen, sehr offenen. Sehr, das ist ja. Hier ist ja überall der Schnee reingekommen. Okay, was hast du denn so Schönes, Bentelor? Eine Holzschüssel. Nur Scheiße, ein paar Schädel. Oh, du hast jemanden umgebracht. Du hast mehrere umgebracht. Du hast einen umgebracht hier. Oh, Bentelor. Was hast du getan? Warum sind hier alle irgendwie auf Chemie, auf Alchemie? Ist das einfach das Düstertal oder so? Die Lore?
Sehr seltsam. Und warum bin ich so fucking schlecht? Ich hab doch 7 Punkte in schwere Rüstung reingepackt und trotzdem werde ich hier... Ah, okay. Ich bin geschützt, aber kann nicht angreifen. Ja, okay, okay, okay. Ich hab mich schon gewundert, warum ich so geraped werde. Echt mal hardcore, würde ich mal sagen. So. Hier ist ein Wildmagier, der was hat. Nämlich einen Stab des Feuerballs, können wir super verkaufen. Und ein paar Sachen. Sehr schön. Oh, die verkaufen wir dann an die Baark. Oh, was ist das denn? Was ist denn dieser exquisiter Geruch hier? Bei dieser Mütze? Das ist, Tod? Nein, ich meine, was? Das T-O-H-T. Tod. Mit D dahinter noch. Keine Ahnung. Oh, muss irgendwas Ausländisches sein. Voll schön. Pulverfass. Oh, man hätte von Weitem die explodieren lassen können. Oh, ich bin so dumm. Habe ich nicht gesehen. Viele Tränke. Hier mussten sie sich ablenken. Nur er durfte unten schlafen. Hier können wir kochen. Brauchen wir jetzt gerade nicht. Ein bisschen Wein, Kartoffeln. Weißt du, Berlandor hatte seine Leute hier, die für ihn gekocht haben. Er war ein weiser Mann. Er hat ihnen erzählt, eines Tages, da wird jemand kommen und uns erlösen. Und da kam ich. Er hatte recht. Aber, okay. Ach, das wäre auch was, ne? In Real Life, man einfach so einen Turm, der allein so leer steht, den kann man einfach übernehmen. Okay. Hat keine Eier, die Nachbarn. Schade. Man konnte ja mal nachfragen. Upsi. Ich hab mich verdrückt. Was macht F4? Ich hab mich verdrückt. So. Alles will ich töten. Okay, Vögel, ihr könnt mir mal zeigen, wo eure Nester sind. Ich muss da mal ran. Inspektion eurer ausgeschiedenen Eier. Und außerdem tut das nicht weh. Oder habt ihr Spaß dabei? Das sind wichtige Fragen. Da ist ein Vogel. Ist das der von dem, wo wir schon waren? Ich glaube ja. Aber da hinten ist noch ein Vogel. Dammit. Da sind zwei Vögel. Also es könnte gut sein, dass die alle hier unten, also da hinten ist ein Wurz. Ha. Okay. Ich meine, das fand ich eine gute Idee. Da ist ein Vogel. Okay, okay. Da. Okay, 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 okay. Okay, okay, den haben wir. Die sind ja genau nebeneinander. Und da unten ist auch noch einer. Mein Gottchen. Ihr seid aber auch leicht nebeneinander. Dankeschön. Das ist auch ein Kindermörder so ein bisschen jetzt gerade, ne? Einen brauche ich noch. Okay, wenn die alle nebeneinander sind. Da. Wohin fliegst du? Wohin fliegt ihr? Da ist noch einer, dritter. Oh nein, ich kann nicht alle gleichzeitig angucken. Da oben. Oder? Da oben, das sieht so ein bisschen nach einem Nest aus. Oh, damn it. Die Vögel haben ja sowieso keine Angst. So, fliegst du da runter? Oder wohin fliegst du? Ja, sorry, musst nochmal machen, ne? Aber ist ja nicht so schlimm. Schafft ihr schon. Ein Ei noch. Oh, damn it. Jupp. Was war das denn? Warte, was war das denn? Habt ihr das gesehen? Was war das für ein... Hä? Okay, war sehr seltsam. Hier vielleicht? Wir gucken mal. Im Hellen. Wir haben keinen davon gefunden vorher. Aber ich dachte, wir müssen weiter durchgehen. 1, 2, 3. Hurra, hurra. Laut schreien. Oh, da oben. Da oben läuft irgendetwas.
Aber ich kann mir nicht vorstellen. Ist der andere Vogel weiter hinten? Wo fliegt der nicht hin? Warum fliegt der? Weil es so kalt ist? Oh, da hinten, guck mal. Der da hinten ist weit... Wohin geht der? Ich würde jetzt gerne ranzoomen. Oh nein. Komm nicht zu uns. Flieg irgendwo anders hin, damit ich weiß, dass es hier ist. Und? Also ist da hinten. Ich glaube, da hinten, da wird der nächste sein. Hui, hui. Oh, oh nein, es war ein Holzzaun, der uns davon abhielt, die Welt zu retten. Da. Hä? Bist du gerade in die Erde reingeflogen? Oh, danke, du hast mir das Erz gezeigt. Hä? Hier ist doch eben Vogel reingeflogen. Na okay. Aber hat uns Gold gezeigt. Es war ein Geistervogel. Ein Geistervogel, der des alten, reichen Typen... Keine Ahnung. Wir wissen den Namen nicht. Es war ein alter, reicher Typ. Und wenn er jemanden sieht, der auch gut mit Geld umgehen kann, dann verwandelt er sich in ein Tier und zeigt ihm, wo er Geld finden kann. Weil ihm das sehr wichtig ist. Dass sein Erbe weitergeführt wird, im wahrsten Sinne des Wortes.